So, ich freue mich herzlich, Sie heute zum IABSE Österreich Gruppe Webinar zu begrüßen. Wir haben heute die dritte Veranstaltung. Ich möchte auch kurz meine entsprechenden Mitorganisatoren vorstellen. Das ist alles Vorwagner, der heute auch den prominenten Sprecher von der Schweiz, Herbert Friedl, zu diesem Webinar gewonnen hat. Weiters mitorganisiert hat Roman Geier, der auch Mitglied eben der IABSE Austrian Group ist, und Evi Apostoli, die uns quasi heute begleitet und auch entsprechend am Chat uns unterstützen wird. Ich freue mich sehr auf unseren Sprecher, auf Herbert Friedl, der von der SVP, von der Schweiz ist. Er wird uns ein sehr aktuelles Thema vorstellen heute. Für nähere Details übergebe ich aber jetzt an Alois, der ein bisschen mehr über ihn erzählen kann und auch ein bisschen mehr vorstellen kann. Alois, bitte. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Brückenbaufreunde, liebe IABSE-Mitglieder. Es ist mir eine große Ehre, Ihnen heute einen spannenden Vortrag zu versprechen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich Sie noch kurz ein paar Hintergrundinformationen zu unserem Webinar und zur IABSE selbst geben. Die IABSE veranstaltet generell immer sehr viele Konferenzen und ist eine internationale Austauschplattform mit Mitgliedern aus 100 Ländern, aufgeteilt in 56 nationalen Gruppen weltweit. Seit 1929 existiert sie in Zürich und hat hier verschiedenste Schwerpunkte, eben gerade was das Bauingenieurwesen und sowohl Hoch- als auch Industrie, als auch eben Brücken- und Ingenieurbau betrifft. Und aufgrund dieser jetzigen Situation ist es natürlich auch die IABSE sehr, sehr darauf angewiesen, auf unser Tun, auf unser Mitwirken. Hier gibt es natürlich verschiedenste E-Learning-Plattformen und Websites. Und eines davon sind Webinare. Und dieses Austrian IABSE Group Seminar findet auch hier in diesem Kontext jetzt für die IABSE international statt. Und dafür konnte auch ein Sponsor gewonnen werden, der hier die IABSE international unterstützt. Gebeten hat mich auch noch die IABSE Headquarter Organisation Ihnen anzukündigen, dass es, und wir hoffen, dass wir den schon physisch stattfinden könnten, diesen Kongress in Gent. Er wird im September vom 22. bis 24. September in Gent stattfinden, der nächste IABSE Kongress unter dem Thema Structural Engineering for the Future Societal Needs. Mehr denn je brauchen wir das, glaube ich, wieder gemeinsam. Es wird auch teilweise auch möglich sein, dass man sich sowohl auch online anmeldet. Die Anmeldung und dergleichen wird demnächst stattfinden. Sie finden es auf der IABSE Homepage unter Events und unter diesem Aspekt. Die nicht schon Papers eingereicht haben, können sich dann hier dann demnächst anmelden. Stattfinden wird auch, und Call for Papers hat gerade geöffnet für das IABSE Symposium 2022 in Prag, dass wir dann hoffentlich dann alle mit Vasektimin unterstützt dann auch schon physisch stattfinden können. Da sind wir alle ganz guter Dinge. Unterstützt hat uns für dieses IABSE Webinar vor allem Unterstützung im Zuge eben für das IABSE Headquarter die Firma Holcim. Holcim ist hier nicht ganz und wesentlich da aufgetreten, weil ja ein Teil des Themas UHPF oder wie wir in Österreich sagen UHPC ist. Und ich bitte nun, Evi, dass du kurz das Video zeigst.
Ja, vielen Dank auch hier an die Firma Holzim im Namen der IABSE Headquarters für die Unterstützung. Und wir haben schon gesehen, also erste Einblicke auf das, was uns jetzt erwarten wird. Es ist mir eine ganz besondere Freude, einen langen Weggefährten von mir und Mitstreiter, Herrn Herbert Friedl, hier Ihnen kurz vorstellen zu dürfen. Herbert Friedl ist Absolvent der TU Graz, des Studiums Bauingenieurwesen. Er war danach eben beim IT 7 Jahre tätig, bis 2013, war dort zum Schluss dann der Leiter der Gruppe Baudynamik, hat dort ein sehr tatkräftiges, schlagkräftiges Team aufgebaut, das ich dann übernehmen durfte. Und danke dir an dieser Stelle auch nochmal für deine Unterstützung in diesem Zusammenhang. 2014 ging er dann in die Schweiz, hat dort für die Firma BKW, die Berner Kraftwerke AG, das gemacht, was Österreich am besten können, nämlich Atomkraftwerke stillgelegt und war da sehr involviert, gerade in dem Bereich Risk and Safety und Safety Analysis. Und dort eben als Senior Engineer tätig und ist nun seit 2017 bei der SBB und dort eben seit einiger Zeit jetzt auch der Leiter des Anlagenmanagement Ingenieurbau. Die Schweizer Bundesbahnen, SBB, verwalten ja ein wirklich großes, bemerkenswertes Infrastruktursystem. Sie haben über 6.000 verschiedene Brücken. Sie haben mehr als 17.000 verschiedene Stützwände und 400 Tunnels. Alleine der Gotthardtunnel, der auch unter sein Verwaltungsmetier fällt, ist schon unheimlich beachtlich, auch in der Ingenieurswelt. Und Herbert hat uns mitgeteilt, dass das Ganze einen Wiederbeschaffungswert von ca. rund 30 Milliarden Schweizer Franken ist. Das ist natürlich ein großes Portfolio, das er zu verwalten hat, das er zu managen hat. Und es ist mir eine große Freude, Ihnen jetzt den Vortrag anzukündigen zu dem Thema risikobasiertes Anlagenmanagement und Potenzial von UHFB-Brücken im Bahnbrückenbau aus Sicht des Infrastrukturbetreibers. Lieber Herbert, wir freuen uns auf deinen Vortrag. So, besten Dank, Alois, für die einführenden Worte. Auch von meiner Seite hier herzliches Willkommen zu dem Vortrag. Es freut mich sehr, hier zwei spannende Themen vorzustellen. Und zwar, wie bereits erwähnt, es geht ums Anlagenmanagement und auch ums Potenzial von ultrahochfestem Beton im Bahnbrückenbau. Bevor ich auf die beiden Themen einsteige, möchte ich kurz das Portfolio vorstellen. Alles hat es kurz schon erwähnt, die Hauptanlagen, was wir im Anlagenmanagement hier im Ingenieurbau betreiben, sind die Bahntunnel und Bahnbrücken mit dem dementsprechenden Kenngrößen, einen großen Anteil, was die beiden Typen hier ausmachen. Gefolgt hier sind auch Durchlässe und Stützbauwerke, welche einen untergeordneten Charakter vom Wiederbeschaffungswert haben. Aber die Herausforderung besteht in diesen beiden Anlagenarten, dass sie oft aus der Gründerzeit stammen und auch nicht so gut dokumentiert sind wie diesen großen Stützbauwerken, gerade im alpinen Raum. Dann kommen wir jetzt noch zu Lärmschutzwände, was eine vergleichsweise junge Anlagenart ist. Diese wurde in den letzten 10 Jahren errichtet und gefolgt gehört im Portfolio noch dazu die Erdbauwerke und auch Wasserscher- und Entsorgungsanlagen. Im Intro wurde es kurz angesprochen, ich habe hier die aktuellsten Zahlen mitgebracht. Der Wiederbeschaffungswert vom Ingenieurbau beträgt rund 42 Milliarden Franken. Ist vergleichswert, der Gesamtwiederbeschaffungswert der SBB-Infrastruktur beträgt ca. 100 Milliarden Franken. Und man sieht, knapp 40% sind hier im Ingenieurbau. Und dieser Wert, der Wiederbeschaffungswert, ist eine Größe, was wir im Anlagenmanagement benötigen. Und er beschreibt, wenn wir diese Bauwerke aus heutiger Sicht wieder errichten müssten, welche Mittel das dafür eingesetzt werden müssen. Auch wenn wir hier im Ingenieurbau das noch als Portfolio unterteilen, sieht man, dass über 60% wird von diesen beiden Hauptanlagenarten Brücken und Tunnel getragen. Auch hier links die Darstellung vom Alter ist auch sehr charakteristisch für Verkehr, Eisenbahninfrastruktur mit einer sehr
langen Zeit, ja, oder wir haben dort sehr viele Bauwerke, die was aus der Gründerzeit schaffen. Das Durchschnittsalter aller Ingenieurbauten liegt bei 61 Jahren. Und auch bemerkenswert ist hier natürlich diese letzte Säule, dass wir speziell nach 2015, wo man auch sieht, wie dieser Wiederbeschaffungswert in den letzten Jahren gestiegen ist und auch durch die zukünftigen Ausbauprojekte, die was hier in der Schweiz geplant sind, wird sich das Portfolio des Ingenieurbaus auch in den nächsten Jahren noch weiter erhöhen. Herbert, ja. Entschuldigung, ich glaube, wir sehen deine Folien noch nicht. Okay. Ich versuche das nochmal. Ja, also wir sehen jetzt die nicht den Präsentationsmodus, aber es sind Folien. Ja, perfekt. Jetzt den Präsentationsmodus. Passt, super. Okay, besten Dank. Das macht es natürlich auch einfacher zum Folgen. Sie haben noch nicht so viel versäumt, oder? Die Werte, was ich, die Zahlen, was ich hier gesprochen habe, sehen wir hier für den Wiederbeschaffungswert, für diese Größenordnungen hier das Durchschnittsalter der Anlagen. Wir kommen zum nächsten. Wie sind es um diese Zustands, wie geht es um den Zustand der Anlagen? Und hier werden routinemäßig alle 6 Jahre werden die, gerade bei den Hauptanlagenarten Brücken und Tunnel, wird eine Zustandsnote vergeben. Ihr seht in dieser Farbgebung hier die Zustandsklasse 1 bis 5. Hier gerade dargestellt sind jetzt diese einzelnen Anlagenarten, die was hier alle 6 Jahre neu, also bewertet werden. Und diese Farbkodierung zeigt den Verlauf. Und hier sieht man, das gesamte Ingenieurbau hat eine Zustandsnote von 2,3. Das heißt, es fällt unter gut und setzt sich zusammen aus all diesen einzelnen Anlagenarten. Hier ist besonders, gibt es natürlich zu betonen, dass natürlich so ein Mittelwert da natürlich hat, demzufolge hat, wir sehen Sie im Tunnel, wo dieses Portfolio wächst mit sehr vielen neuen Anlagen und natürlich auch sehr viel, wo der Zustandswert auch in den nächsten Jahren sicher steigen wird, das Anlagenmanager interessiert und natürlich vor allem auch dieser Bereich hier, wo dann Objekte in Zustandsklasse 3 und 4 fallen. Zu der Verteilung, hier ist auch die Zustandsklasse 5 angeführt. Im Ingenieurbau ist das ungenügend, eine alarmierende Zustandsklasse und wird nur temporär vergeben. Das heißt, wenn ein ungenügender Zustand festgestellt wird, werden sofort Maßnahmen ergriffen, welche es betrieblicher oder auch baulicher Art sein können. Auch die Entwicklung über die Jahre muss man auch sagen, dass das natürlich sehr konstant bleibt, weil wir natürlich, oder eher sogar gut bleibend ist, weil wir natürlich sehr viel in den letzten Jahren investiert haben und dadurch viele neue Bauwerke ins Portfolio kommen. Und deshalb sagen wir auch, wir müssen, das ist eine Reportinggröße, was im Netzzustandsbericht ausgewiesen wird jährlich. Aber wir brauchen für die Steuerung des Portfolios dann noch mehr Kenngrößen. Und das ist auch die Überleitung, weshalb wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir auf einer mit risikobasierten Anlagenmanagement hier bessere Steuerinstrumente verwenden können, unser Portfolio zu bewirtschaften. In dieser Darstellung sehen Sie jetzt hier die, alle Brücken der SBB mit der farblichen Kodierung der Zustandsklasse dargestellt. Das heißt, es sind die gut 6000 Brücken, was im Portfolio sind. Hier wieder die vorhin erwähnte Zustandsklassenzuteilung. Noch Erläuterung, hier diese blauen Linien, die was hier eingezeichnet sind, das sind Infrastrukturnetze von anderen Infrastrukturbetreibern hier im Raum Bern. Bern Lötschberg Siedlung Gesellschaft und Lötschberg Basistunnel. Auch hier, wer schon mal in Bahnliebhaber, die was in der Schweiz waren, die Matterhorn-Gotthard-Bahn, was hier zwar dargestellt ist, aber nicht im Portfolio der SBB keine Objekte hat. Ich nehme hier zwei Objekte raus. Das eine ist das Viadukt Aare-Übergang, knapp vor dem Einfahrtbahnhof Bern. Wir haben hier Zustandsklasse 3 im Betonbogen. Circa 1000 Züge pro Tag. Und als zweites Objekt habe ich hier eine Zürcher Umweg auf einer Nebenstrecke, eine kleine Stahlbrücke, wo ein Güterzug pro Tag auf dieser Strecke verkehrt. Dieser in Zustandsklasse 4. Jetzt stehen Sie als Anlagenmanager vor der Herausforderung, Sie haben Mittel zu priorisieren und auch Mittel sind knapp, auch in der Schweiz, dass wir sie an der richtigen Stelle einsetzen müssen.
Und die Frage ist, wie kann man Entscheidungsgrundlagen schaffen, um quasi nicht nur das individuelle Bauwerk im Zustand zu bewerten, wie kann man auch die Lage im Netz mit berücksichtigen. Und das sind der Zeitpunkt, wo man sich über Anlagenmanagementstrategien Gedanken machen muss. Und hier ist diese volle Palette mal dargestellt von Reactive Maintenance, was ja als Infrastrukturbetreiber jetzt nur als der Theorie halber aufgeführt ist. Und wo wir zurzeit stehen, ist eine zustandsbasierte Anlagenstrategie. Das heißt, wir kennen den Zustand und Abhängigkeit vom Zustand leiten wir Maßnahmen ein. Das befindet sich im Übergang von Preventive zu Predictive Maintenance, da wir bereits frühzeitig erkennen, sobald sich Objekte in Zustandsklasse 3 befinden, wo wir aktiv werden und Maßnahmen ausgelöst werden. Wo wir hinwollen, das ist dieser risikobasierte Ansatz, um hier auch zusätzliche Attribute, die Bedeutung im Netz auch mit berücksichtigen können, um das als Steuergröße zu verwenden fürs Anlagenmanagement. Wie schafft man das oder was benötigt es hier, um quasi diesen Schritt zu machen? Und das ist eine Herausforderung, ist hier einfach den Parameterraum zu erweitern. Man braucht mehr Daten, um hier eine Beurteilung durchführen zu können. Ich habe es versucht, hier aus der Sichtweise vom Bauingenieur aus unserer Sicht hier darzustellen. Vergleiche das jetzt mit einer statischen Berechnung. Die statische Berechnung, die Kraft, Verschiebung, Steifigkeit. Und ich vergleiche das mit dem zustandsorientierten Erhaltungsmanagement. Ich habe eine Zustandsklasse, die was ich vorhin ja dort kurz eingeführt habe. Und als Funktion von dieser Zustandsklasse leite ich Maßnahmen für die Überwachung und für den Unterhalt ein. Und wo wir hinwollen, ist, dass wir mehr Parameter berücksichtigen. Ich vergleiche es hier in der obersten Linie mit einer dynamischen Berechnung. Hier habe ich neue Parameter hinzu. Hier ist Geschwindigkeit, Dämpfung, Masse, Beschleunigung. Und gleich ist die Logik oder die Denkweise fürs risikobasierte Anlagenmanagement, dass ich neben der Zustandsklasse, dass meine Funktion zusätzlich die Schadenskonsequenzen, die Ausfallhäufigkeit beschreibt. Und auf das möchte ich heute im Speziellen eingehen, welche Methoden wir hier jetzt entwickelt haben, um diese Kenngrößen einzuführen und anzuwenden. Dafür benötigt es Daten. Am besten Daten, die was man auch in das Datenmanagement in der Zentrale verfügbar hat. Das sind zum Teil sind Betriebsdaten. Wir wissen genau, wie viele Züge bei uns im Netz unterwegs sind, auch die Personenzüge, Güterzüge, die Personenbelegung in den Zügen. Wir kennen aus die Datenbank fester Anlagen, wo pro Objekt ca. 40 Attribute hinterlegt sind, sei es vom Brückentyp, von der Länge, vom Baumaterial, auch Besonderheiten wie die Kolkgefährdung etc. sind hier für jedes Element in einer Datenbank hinterlegt. Dann gibt es noch eine SAP-Datenbank, die Asset Management Datenbank, wo wir seit ca. 20 Jahren diese Zustandserfassung, also die Bewertung des Zustands erfasst haben und wo wir auch die aktuellen Zustandsnoten pro einzelnen Objekt beziehen können. Und das dritte rundet natürlich immer auch ab, um hier Schadenskonsequenzen zu beurteilen, dass man die Kosten mit berücksichtigt. Das heißt, mit dieser Erweiterung des Parameterraums gehe ich nochmal auf das Konzept, hier vereinfacht dargestellt, auf einen kleinen die Abgrenzung zu bestimmen im System, die individuelle Einsturzhäufigkeit oder wir nennen es hier auch die Nichtverfügbarkeit. Es sind jetzt nicht Totaleinstürze zu rechnen, sondern eben auch, wenn die Brücke nicht verfügbar ist. Und das ist die große Herausforderung im Ingenieurbau, da wir zum Glück natürlich sehr selten Einstürze haben oder Nichtverfügbarkeiten. Und es geht genau um diese Herausforderung, diese Low Probability und High Consequence Szenarien zu quantifizieren, um sie dann mit den High Consequence, mit den Schadensfolgekosten zu multiplizieren, eine Risikobewertung durchzuführen und das dann als Entscheidungshilfe heranzuziehen. Das ist das Zielbild, was beim Anlagenmanagement in der Theorie verfolgt. Das ist die Maximierung des Bauwerksnutzen und die Minimierung der Bauwerkskosten. Ich betone das Zielbild. Zurzeit haben wir, in den letzten Jahren hatte man hier immer den Fokus auf Minimierung der Bauwerkskosten über die gesamte Lebenszeit. Hier lässt sich das in diesem generischen, also in dieser Formel hier sehr schön ausdrücken. Und den Schwerpunkt in der heutigen Ausführung, wo wir in den letzten Jahren
Arbeiten durchgeführt haben, das waren speziell in der Ermittlung der Versagenskosten und dieser Versagenswahrscheinlichkeit. Der erste Umsetzungsschritt oder der ersten Gedanken war, wie ich es vorhin gesagt habe, wir brauchen Daten, wir müssen den Parameterraum erweitern. Welche Daten haben wir zur Verfügung, dass wir aus diesen Daten dann individuelle Beurteilungen durchführen können? Und das ist ein Hauptteil der Aufgabe, was hier bestanden hat, ist diese individuelle Einsturzhäufigkeit pro einzelner Brücke festzulegen. Und auf diese kurze Gleichung, auf diese Eingangsparameter werde ich dann noch im Detail eingehen. Auf der zweiten Seite haben wir die Schadensfolgekosten. Auch die lassen sich quantifizieren, wo man neue Arbeiten, noch neue Methoden entwickelt hat. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule, mit Professor Proske, der uns hier unterstützt, wo man anhand dieser Parameter zu quantifizieren und dann eine Risikobewertung durchzuführen. Ich bleibe auf der linken Seite hier für diese Formel, für diese individuelle Einsturzhäufigkeit. Hier sind verschiedene Parameter angeführt. Und auf dieser Folie ist diese Versagenswahrscheinlichkeit eines Grenzzustands. Und in der zweiten Folie werde ich dann auf diese Korrekturparameter noch eingehen. Für diese Versagenswahrscheinlichkeit eines Grenzzustands, das ist eine Top-Down-Betrachtung, das heißt, aus beobachteten Häufigkeiten Funktionen abzuleiten. Hier gibt es eine Funktion, die was die Versagenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Zustandsklassen definiert. Und hier eine weitere Versagenswahrscheinlichkeit, eine weitere Funktion, diese sogenannte Badewannenkurve, wo wir so in Abhängigkeit des Brückenalters, also wo man die Altersabhängigkeit einfließt, man sagt, ganz zu Beginn eines Bauwerks beobachtet man aus der Literatur, aus diesen Datenbanken von Einstürzen, eine höhere Einsturzhäufigkeit, dann geht es über eine lange Zeit relativ stabil und dann gegen Ende der Nutzungsdauer oder wenn gewisse Degradationsprozesse eingetreten sind, dann kann sich diese Einsturzversagenswahrscheinlichkeit wieder erhöhen. Hier gibt es unterschiedliche Modelle, die zurzeit noch zur Diskussion stehen und eben auch diese Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden, welchen Ansatz, dass man hier für die Risikobewertung durchführt. Die zweite, der Hauptanteil dieser Arbeit war eben auch diese Korrekturfaktoren zu berücksichtigen. Und die sind hier in dieser Abbildung zusammengefasst, auf die werde ich nur vereinzelt eingehen. Diese Abbildung stammt aus einer Publikation aus dem letzten Jahr. Sie ist hier erwähnt, Korrekturfaktoren der Einsturzwahrscheinlichkeiten, wurde letztes Jahr in der Zeitschrift für Beton und Stahlbetonbau publiziert. Die wichtigsten Faktoren, wo wir sagen, wie können wir diese Individualität bestimmen, möchte ich hier nur zum Ausdruck bringen. Was wir in der Datenbank vorliegen haben, sind die Materialisierungen, sind der Brückentyp und daraus lassen sich dann bestimmte Korrekturfaktoren, beispielsweise wie die statische Bestimmtheit des Systems ableiten. Eine Kolkgefährdung wird mit berücksichtigt, was das Attribut hinterlegt ist für jede Brücke, wenn das der Fall ist. Auch der Brückentyp, ob das ein Fachwerk mit oben liegender Fahrbahn ist, ob das Rahmentragwerke sind, alle diese Daten sind vorhanden und aus diesen wurden Korrekturfaktoren bestimmt. Ihr seht hier in dieser Grafik, das soll eigentlich auch die negative oder positive Auswirkung der Bandbreite zeigen. Und diese Faktoren wurden hier im Detail bestimmt und da verweise ich auf die Publikation, beziehungsweise kann man die im Nachgang sich auch noch zur Verfügung stellen, wo man anhand dieser Korrekturfaktoren und mit diesem Grenzzustand, Versagenswahrscheinlichkeit, Grenzzustand eine individualisierte, korrigierte Einsturzwahrscheinlichkeit bestimmen kann. Das Ergebnis dieser Analysen ist ein solcher Chart, wie wir ihn hier sehen. Das ist jetzt die Beurteilung des Brückenportfolios. Sie sehen auf der Werte, also jeder einzelne Punkt entspricht einer Brücke im Netz. Die farbliche Zuteilung sind die unterschiedlichen Zustandsklasse von Zustandsklasse 1 bis Zustandsklasse 4, 9, das sind vorübergehend nicht bewertete. Und horizontale Achse ist diese korrigierte Einsturzhäufigkeit. Man sieht hier aus dem Bild hervor, dass wir die Top-Risiken erkennen möchten, weil wir das Anlagenmanagement natürlich den
Bedarf haben, seine Hauptrisiken zu kennen. Und man sieht auch, dass die Top-Risiken nicht alles in Zustandsklasse 4 sind, sondern dass das natürlich eben auch andere Brücken sein können. Und es geht darum, aus dieser Top-Down-Betrachtung, muss man auch dazu sagen, es geht, wir haben natürlich eine gewisse Streuung, weil sie natürlich mit diesen Faktoren eine Top-Down-Betrachtung haben. Aber wenn die Top-Risiken bekannt sind, dann geht es darauf, wir wollen dieses, aus einer Risikosicht will man Top-Risiken reduzieren, ein ausgewogenes Risikoportfolio haben und das Risiko reduzieren, kann man einen ersten Schritt dann mit einer detaillierten Nachrechnung, einer Norm durchführen und bei Bedarf natürlich mit auch mit Verstärkungsmaßnahmen dann eine Risikoreduktion hervorführen. Eine Nachrechnung nach der Norm, die erlaubt ja nur eine bessere Einschätzung, die Unsicherheiten zu reduzieren. Es kann zur Folge haben, dass sich dann dieser Punkt in der Gesamtheit des Portfolios verschiebt. Mit diesem Ansatz gelingt es uns, haben wir die Möglichkeit, um diese Top-Risiken zu reduzieren. Und das zweite Ergebnis, was ich aus dem Ergebnis darstellen möchte, ist jetzt hier eine Risikokarte. Das sind quasi jetzt diese alle Bahnbrücken von der SBB, wo wir vorher auch diesen Chart gesehen haben, mit definierten Risikoklassen. Und anhand dieser Risikoklassen kann man eine Netzbetrachtung durchführen und die Diskussion führen, auch was den Überwachung und Unterhalt betrifft, ob eine Differenzierung zulässig ist auf einzelnen Strecken. Und diese dunkel gefärbten Punkte, das sind Objekte, die was Top-Risiken sind, die was man dann proaktiv angeht und im Anlagenmanagement dann eine besondere Betrachtung beimisst, um hier gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten. Ja, das ist der Zwischenstand oder wo ich den Ausblick, wo wir natürlich dran sind mit dem Risikomanagement. Auch muss man betonen, dass das eine Daueraufgabe der Risikomanagement des Anlagensicht ist nicht, wo man das beendet, sondern es ist eigentlich eine aktive Bewirtschaftung eines Portfolios. Ich komme zurück zu der Übersichtskarte, die Brücken mit der SBB-Zustandsklasse und möchte Ihnen zwei Beispiele vorstellen, wo Verstärkungsmaßnahmen oder auch mit ultrahochfestem Beton realisiert oder eine Verstärkungsmaßnahme und ein Pilotprojekt, wo man eine Brücke aus UHFB projektiert hat. Und dazu zoomen wir hier rein auf der Nord-Süd-Achse gelegen, in der Nähe nördlich von Luzern und drehen das Rad um circa 6 Jahre zurück und kommen zu dieser Straßenunterführung. Nördlich von Luzern, wie gesagt, auf einer Top-Strecke. Der Hauptinspektion 2014 gab es die Zustandsklasse 4 und es wurde Maßnahmenbedarf eingeleitet. Also der Maßnahmenbedarf wurde vorher schon eingeleitet, dass man eine Variantenstudie gemacht hat. Es geht hier um eine Brückenplatte als Walzträger in Beton mit Stampfbetonwiderlager. Und man sieht ja auch leichte Anfahrschäden und es hatte hier unterschiedliche Variantenstudien gegeben. Das Besonderheit ist auch, es liegt in einer Wanne, man war sehr hohem Grundwasser, die Brücke, die Straßenführung ist hier in einer Wanne ausgebildet, hoher Grundwasserstand und es war der Bedarf einer möglichst schlanken Brückenplatte, um hier die schon limitierte Durchfahrtshöhe zu halten und auch zu vermeiden, eine Trasseanhebung, diese Mehrkosten zu reduzieren. In diesem Substanzerhalt, also in dieser Studienphase, hatte man hier eine UHFB-Lösung für die Brückenplatte als Bestvariante vorgeschrieben. Und das sind die beiden Parameter, hohe Festigkeit, eine hohe Dichtigkeit des UHFBs, was eine große Dauerhaftigkeit ergibt und die Stoßrichtung für den Bahnbrückenbau ist ganz klar, robuste und dauerhafte Bauwerke, Brückenbauwerke zu erstellen. Was benötigt es, um so ein Pilotprojekt zu realisieren? Das ist zum einen, es braucht technische Grundlagen. Da gibt es in der Schweiz das Merkblatt, das ist ja 2052, seit 2016 publiziert, wo die Grundregeln für die Bemessung und für den Baustoff UHFB angeführt sind. Den Baustoff nur, möchte ich nicht im Detail eingehen, nur eine Charakteristik, die was schon auszeichnet, ist hier diese Zugspannungs-Zugdehnungsdiagramm, das ist eine Abbildung aus einer Publikation von Professor Brühwiller, wo wir dieses Pilotprojekt auch publiziert haben. Hier kann man auch die Details dann nachlesen. Kennzeichnend ist für den Zugbereich, hat wieder einen Verfestigungsbereich nach dem elastischen Bereich und dann einen Entfestigungsbereich. Charakteristisch ist natürlich auch die sehr hohe Druckfestigkeit, was er erreicht.
Zum einen natürlich eben auch vergleichsweise, wenn man mit Stahl vergleicht, aber einen geringeren E-Modul. Und das führt dazu, dass die Grundlage für UHFB-Konstruieren liegt in der Entwurfsphase. Das heißt, es ist kein Ersatz für einen Stahlbeton, sondern es ist ein neues Material. Und speziell in der Entwurfsphase muss man hier planen und entwerfen, dass man mit hohen, großen Trägheitsmomenten Querschnitte ausbildet, um hier auch den Anforderungen an einer Bahnbrücke gerecht zu werden. Die Anforderungen hier bei dieser, Sie sehen hier den Längsschnitt dieser Bahnbrücke. Es wurde hier gewählt, zwei Rippenplatten herzustellen. Diese Rippenplatten sehen Sie immer, diese Ausprägung mit diesen Rippen, die aus dieser Kohlesteifigkeit dann gewährleisten, um auch die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen. Jedes Detail am Rande hier eingezoomt oder das Brüstungselement, da man sieht auch diese sehr schlanken Abmessungen, diese Stegbreite mit der 50 mm auch kennzeichnet hier ist, dass man sich, oder es vielleicht auffällt, die Kotierung, es läuft schon in Millimeter, man ist nicht wie im klassischen Stahlbetonbau mit groben Angaben, sondern man hat natürlich eine sehr viel feinere Planung und auch hier diese Stegbreiten dieser Rippen mit 80 mm, dass man hier durchaus auch neue Möglichkeiten hat, auch den Brückenentwurf zu gestalten, um das in dieser Art zu realisieren. Ein Thema, was bei UHFB natürlich dann auch fällt, oder sind Materialkosten, werden genannt. Hier hatten wir natürlich auch das Gesamtprojekt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt und hier die Kennzahlen, was ich hier mitgeben möchte. Die gesamten Baumeisterarbeiten, sie waren betrugen an die 820.000 Franken. Ohne Planungsleistung und ohne SBB, die eine Sicherheitsleistung. Und diese Brückenplatte aus UHFB betrug knapp ca. 15%. Das heißt, vom gesamten Anteil der Errichtungskosten sind natürlich vergleichsweise gering. Was natürlich sich niederschlägt, wenn wir vergleichen hier mit Stahlbeton, mit einer konventionellen Brückenabdichtung, mit einer bituminösen, im Vergleichsweise zu einem vollkommen aus UHFD hergestellten Brückenplatte ohne Verschleißteile, hat es natürlich in der Gesamtlebensdauerbetrachtung hier durchgeführt mit einer dynamischen Wirtschaftlichkeitsrechnung, weist die UHFD-Variante hier deutliche Vorzüge aus einem niedrigen Nettokapitalwert. Diese Betrachtung, die rechtfertigt eben auch diesen Einsatz, dass wir natürlich hier auch eine wirtschaftliche Lösung auf die Gesamtnutzungsdauer erreichen, wenn auch vielleicht die Errichtungskosten im Vergleich zu einer Stahlbetonplatte geringfügig größer sind. Die Herausforderungen im Bahnbau, das ist Bauen und der Betrieb. Beim letzten Webinar, ich war sehr begeistert von Herrn Geiser, seinen Vortrag mit den Neubauten rund um Wien, mit Ausbauschritten, Neubauprojekten. Bei Bauen im Betrieb ist natürlich auf einer Top-Strecke die Herausforderung, dass das während dem Betrieb durchzuführen ist und durchgeführt wurde, dass in einem Wochenendintervall sind nur Eindrücke vom Einbau, das heißt die ersten 24 Stunden wird hier die Hälfte der Brücke, der bestehenden Brücke abgebrochen, währenddessen auf der zweiten Gleisseite der Betrieb aufrechterhalten bleibt. Hier sieht man bereits die vorbereiteten Widerlagerwände. Hier wurden Widerlagerwand wurde instand gesetzt und diese vorfabrizierten Rippenplatten, also die wurden im Werk vorfabriziert, wurden mit einem Straßenkran auf die Baustelle gebracht und dann mit dem Schienenkran eingehoben. In der zweiten Nacht dann von Samstag auf Sonntag wird hier noch der Randträger versetzt und die neue Brückenplatte wird bereits dann wieder befahren. Und dann in der folgenden Nachtschicht auf Sonntag die zweite Brückenplatte besetzt und am Montagmorgen wird der Verkehr wieder freigegeben. Die Inbetriebnahme erfolgte im November 2017. Ich habe sehr gefreut, in dem Intro-Video von Holzim zu sehen, dass die weltweit erste Straßenbrücke letztes Jahr realisiert wurde. Bei der Bahn waren wir dann natürlich 3-4 Schritte voraus und die erste Bahnbrücke aus UHFB wurde bereits 2017 in Betrieb genommen. Und wir sehen hier auch nochmal diesen Querschnitt, diese feinen Abmessungen, also diese schlanken Abmessungen mit diesen Rippen dazwischen. Das natürlich auch eine ganz andere Brückenbau, also eine Brückenästhetik ermöglichen.
Da komme ich auf einige Beispiele zum Schluss nochmal zu sprechen. Natürlich ist für die Herausforderung eines Pilotprojekts auch dort Erfahrungen zu gewinnen und deshalb wurde auch ein sehr intensives oder ein Monitoring-Layout entwickelt zu Beginn. Hier Zusammenarbeit mit der ETH Zürich, mit der Professor Hatzi, was bereits im Werk, in diese Beton, also diese Rippenplatten, die aus dem Werk hergestellt wurden, bereits dort schon zahlreiche Dehnmessstreifen appliziert wurden. Und in Summe sind es an die 22 Dehnmessstreifen, einige Beschleunigungsmesser und auch Verformungsmessungen und Neigungssensoren. Die Motivation für dieses Projekt war jetzt da natürlich ein Mehrwert für das Monitoring-Projekt, war natürlich ein Mehrwert für die Brücke, für die UHFB-Brücke zu gewinnen, aber darüber hinaus auch wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Interaktion, Kraftübertragung, Interaktion, Brücke, Eisenbahn, also Rollmaterial zu gewinnen. Das ist natürlich ein sehr detailliertes Monitoring-Konzept. Ich komme hier zu den Ergebnissen und vergleiche sie jeweils hier rechts mit den Berechnungsergebnissen und links die Messungen. Vorab die gemessenen, also das Verhalten der Brücke konnte durch die Messungen bestätigt werden. Sehen Sie hier, die Beschleunigungen waren eben auch zu Beginn auch immer ein Thema, wie hoch diese kurze Brücke mit unterschiedlicher Steifigkeit, wie sich diese verhalten wird, dann wenn dementsprechende Zugsüberfahrten stattfinden. Hier hatte man theoretische Überfahrtsberechnungen durchgeführt, welche in Abhängigkeit der gewählten Steifigkeit und Dämpfungen natürlich sehr stark schwanken. Die Messungen letztendlich haben dann auch ergeben, dass hier die maximalen Beschleunigungen über einen Zeitraum von gut 3 Jahren sind diese Beschleunigungen auch nur einzelne Ausreißer über 3 m/s² liegen und der Großteil kleiner dieser 2 m/s² beträgt. Eine besondere Anforderung ist natürlich auch für die Gebrauchstauglichkeit, was hier die Vorgaben gibt, die 3 mm gemäß der SCA 260 ist auch ähnlich im Eurocode. Und das war in der Berechnungsphase ein Kriterium, was rechnerisch größer war, also sehr schwer nachweisbar. Natürlich muss man hier mal zusagen, mit einem Normlastmodell hat man hier natürlich diese Berechnungen, wollte man hier knapp drüber diesen 3 mm aus den Messungen. Sieht man jetzt hier über den letzten 3 Jahren hier diese 3 mm Grenzwert. Was man schön sieht, sind diese Verteilung, also dass die tatsächlich gemessenen Verformen natürlich um vieles geringer ist. Das wurde auch so erwartet, weil wir natürlich die ingenieurmäßigen vereinfachten Modellen die Berechnung durchgeführt haben. Auch schön sieht man hier, es ist eine Mischverkehrsstrecke. Wir haben 2 Verteilungen, diese breiter verteilte Güterverkehr mit etwas höheren Verformungen und diese Personenverkehr mit einer viel höheren Frequenz und auch einer geringeren Streuung aufgrund der unterschiedlichen Beladungen. Zum Schluss hier auch die Beschleunigungen, nochmal der Frequenzbereich. Auch das hat sich bestätigt, dass quasi durch diese vereinfachten Eigenfrequenzen, die was berechnet wurden aus diesen 2D- und auch 3D-Modellen, man hier durch die Messungen, durch diese zusätzliche Dämpfung und Steifigkeit der Schieneschotter eine Diskrepanz gab. Aber das konnte man auch sehr gut begründen. Und ich bin auch überzeugt, dass diese Informationen aus den Messungen natürlich auch immer dazu helfen, die Modelle der Zukunft zu verfeinern. Damit komme ich zurück zu der Gesamtübersicht. Ich habe gesagt, ich habe 2 Projekte mit UHFB, was ich Ihnen vorstellen möchte. Das zweite Beispiel, wir zoomen hier rein in den Nordbereich des Gotthard-Scheitel-Tunnels. Und zwar geht es hier bei Göschenen um eine Brücke, wo die Brückenabdichtung erneuert wird. Wurde letztes Jahr. Wir sehen die Brücke, die Gotthard-Reuss-Brücke war in Zustandsklasse 3. Hier hat man diese rechtzeitige Instandsetzungsstrategie. Das heißt, man erneuert hier bereits die Brückenabdichtung, quasi die geplante Nutzungsdauer der Brücke zu verlängern oder sie zu nutzen. Brückenabdichtungen aus UHFB sind nicht neu, wurden in den letzten 10 Jahren schon einige realisiert. Die 2010 wurde bei der SBB das erste Pilotprojekt gestartet mit einer Brückenabdichtung aus UHFB. Es wurde dort auch ein Versuchskörper neben der Brücke auch installiert, wo man nach wie vor quasi die Entwicklung des UHFB durch die Witterung jetzt auch Erkenntnisse gewinnt.
2014 wurden 7 weitere Durchlässe und Kleinbrücken mit einer UHFB-Abdichtung versehen. Und seit 2015 gibt es diese Möglichkeit der UHFB-Abdichtung ins SBB-Standardregelwerk aufgenommen. Einige Bilder haben wir vorhin im Intro schon gesehen. Da geht es um diese Herstellung von UHFB. Auch diese Einbringung von dieser Bauwerksabdichtung hier wurde vor Ort mit dieser Mischanlage hergestellt. Es wird dann mit einem mobilen Transporter wird der frisch abgemischte UHFB hier auf die Baustelle, auf die Einbringfläche gebracht und verarbeitet. Die Bearbeitung oder die Erfahrungen, was die SBB hier in den letzten Jahren gemacht hat, sind sehr gut. Ein wichtiger Grund, den was wir auch in dieser Betrachtung analysiert haben, ist die Nachhaltigkeit. Und nicht die Nachhaltigkeit jetzt im Sinn für wirtschaftlich, sondern die Ergebnisse aus der Ökobilanz. Und wenn wir ihn hier vergleichen, oder ist konventionelle bituminöse Abdichtung hier aufgetragen, ist diesem Diagramm, das sind diese Umweltbelastungspunkte, wo wir natürlich sehen, bei bituminösen Abdichtungen, speziell auch die Entsorgung und auch die einzelnen Materialien, die was hier dazu beitragen. Und wenn ich diese hier vergleiche mit einer Abdichtung aus UHFB, weisen diese einen deutlich geringeren Umweltbelastungspunkte aus. Bei den UHFB in dieser Studie oder auch für diese Gotthard-Reuss-Brücke wurde dort noch eine mit einer alternativen Zementen-UHFB-Mischung mit Carbon-Nano-Tubes anstatt des Mikrosilika gewählt. Man sieht hier, muss man auch betonen, der Vergleich ist nicht ganz zulässig, da diese zweite Betonsorte mit einem geringeren Stahlfaseranteil fabriziert wurde. Und der Hauptanteil vom UHFB macht eben auch diese zum Umweltfußabdruck machen der Zement und die Stahlfasern aus. Und da sind wir auch in Diskussion, auch mit der IPFL, mit Professor Brühwil oder mit den Herstellern, ob es quasi hier eine Anpassung der Rezeptur möglich ist. Ich denke auch, oder wir sehen uns in der Anforderung auch als großer Bauherr, dass wir auch gerade diese Ökobilanz und Umweltfußabdruck, dass wir dem auch einen großen Stellenwert beimessen und da natürlich mit den optimalen Baustoffen einsetzen. Und im Vergleich zu der konventionellen bituminösen Abdichtung sehen wir hier dort schon ganz klare Vorteile. Das weitere Abdichter für Abdichtung als weiteren Vorteil ist diese Ökobilanz, sehen wir auch auf der Wirtschaftlichkeit, längere Nutzungsdauer im Vergleich zu der bituminösen Abdichtung. Und auch im Einzelfall können wir aufgrund der mechanischen Eigenschaften, wenn die mittragende Wirkung mit berücksichtigt wird beim Minimierung der Konstruktion, erlaubt es eine Minimierung der Konstruktionshöhen. Das waren die beiden Projekte oder die, was wir in der Vergangenheit realisiert haben. Da abschließend möchte ich noch einen Ausblick geben, wo wir das Potenzial sehen und Projekte, die was gerade laufen, sind hier eine Instandsetzung einer Stahlbrücke. Es geht hier um ein Viadukt, ein Mauerwerksviadukt mit dazwischen einigen Stahlbrücken, welche geplant ist, 2024 zu instand zu setzen, und zwar mit einem UHFB-Trog. Diese 120 Jahre alten Stahlfachwerksträger haben schon bei einem Stahlbetontrog in der Istführung, also das hier haben wir eine Visualisierung, wo die Machbarkeit jetzt gegeben wurde, einfach den Trog, sehen hier den Querschnitt auf diesen beiden Stahlträgern mit einem schlanken UHFB-Trog, was hier den großen Vorteil des geringen Gewichts mit sich bringt und in der Kombination auch von der Ausführung vom ästhetischen Design mit dieser dritten Ausführung von dem Trog auch ideal zum Fachwerk passt. Wir sind wie auch als Stakeholder die kantonale Denkmalpflege ein ganz wichtiger Partner in diesem Projekt, wo man natürlich solche Konstruktionen auch realisieren möchte. Und natürlich auch hier die Wirtschaftlichkeit und hinsichtlich des Denkmalschutzes eine sehr gute Lösung gefunden ist. Auch hier hatten wir da Unterstützung von Professor Brühwiller, der was hier auch mit messwertbasierten Verfahren dann auch das Ermüdungsverhalten dieser Stahlbrücken noch nachweisen konnte. Und letztendlich ist es eine gelungene Verstärkung, was hier das Gesamtsystem wirkt. Das Erfolg für solche Projekte benötigt es, wie eingangs gesagt, sehr gute Planer, benötigt die Abstimmung zwischen allen Beteiligten, auch das Bundesamt, also die Bewilligungsbehörde, auch da frühzeitig einzubinden, wenn man solche Projekte realisiert. Und dann natürlich auch eine sehr hohe Qualitäts-
Anforderungen in der Ausführung. Bevor ich abschließe, noch ein Hinweis. Ich hatte eingangs einmal erwähnt für UHFB-Projekte in der Schweiz, dass es dir neue Möglichkeiten auch in der Ästhetik im Design gibt. Da gibt es einige sehr gelungene Projekte. Ich möchte hier nur diese UHPC-Map von der EPFL verweisen. Seit 2003 gibt es über 240 realisierte Projekte. Man findet hier unten den Link und kann sich hier einen Überblick verschaffen, welche Projekte dort in der Schweiz mit UHFB bereits realisiert wurden. Damit bin ich auch am Schluss meines Vortrags und möchte mit diesen beiden Statements auch abschließen den Vortrag und freue mich auf die Diskussion. Das eine ist diese mit risikobasierten Anlagenmanagement. Schaffen wir die Differenzierung auf Netzebene und Identifikation von Top-Risiken? Und das zweite ist, dass wir natürlich mit UHFB eine dauerhaften und nachhaltige Konstruktion mit geringen Lifecycle-Costs sehen. Ja, damit bedanke ich mich hier für eure Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion mit den Teilnehmern. Ja, herzlichen Dank für diese spannenden Ausführungen und auch wunderschön, wie diese Brücke hier, hast du den Bogen gespannt, eben von risikobasierten Anlagenmanagement zur Differenzierung bis hin eben UHFB-Brücken. Es gab schon zahlreiche Fragen, haben mich auf diversen Chats, Medien erreicht. Also Sie können gerne in den Chat oder in den F&A Ihre Fragen hinein geben und wir werden sie dann sammeln und gemeinsam versuchen, dann eben mit Herbert Friedl dann zu beantworten. Du hast ja schon 2010 bei der Wildbrücke in Vöcklermarkt ja schon Monitoring appliziert. Was hat sich jetzt so aus deiner Tätigkeit heraus und auch aus deinen Erfahrungen jetzt im Bereich UHFB entsprechend weiterentwickelt? Gerade noch, wenn du noch bedenkst, damals war es dieser Bogen und jetzt geht man wirklich dann dazu über, hier dann zum einen Aufbeton zu machen, zum anderen feingliedrige Tragwerke, die man jetzt ad hoc applizieren kann. Was waren so die Lessons learned aus deiner Sicht so aus diesen letzten 10, 15 Jahren? Die Lessons learned, dass sich in der Materialentwicklung oder dass sich das in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hat, der Baustoff selbst, ich denke, das ist das eine. Ich denke, die UHFB-Brücke, die Straßenbrücke, was du erwähnt hast, die Straßenbrücke Wind, da bei Völkermarkt, die kann man natürlich jetzt nicht direkt vergleichen. Also auch das Monitoring-Konzept zu dieser einfachen Plattenbrücke, also zu diesem Druck, das hat natürlich unterschiedliche Anforderungen ans Monitoring-System und deshalb sage ich, für ein Monitoring-System, das muss immer zugeschnitten sein. Damals für die Wildbrücke hatten wir den Bogen, einen Druckbogen, dort Messinstrumente appliziert. Dieses Mal ging es auch einfach einmal andere Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Mhm. Eine der wichtigsten Sachen ist, wenn man mit UHFB plant, man sagt jetzt noch als Stand der Technik, dass man einen definierten Stand der Technik hat. Und ich denke, da ist natürlich in der Schweiz dieses Merkblatt mit 2052 das, was bekannt ist, dass das auch angewendet werden kann. Und mit diesem Merkblatt und mit diesem Wissen war es auch in dieser Bemessung hier keine großen Herausforderungen. Man hat natürlich bei einem Pilotprojekt noch versuchsgestützte Versuche durchgeführt, also Modelllaborversuche durchgeführt, weil man natürlich hier in einer Pilotphase unterwegs ist. Aber es geht nicht, dass das natürlich jetzt bei jedem Projekt notwendig ist, sondern auch diese Pilotversuche, also diese Laborversuche, die wurden auch publiziert, haben letztendlich die Ergebnisse dort gestützt. Und es konnte mit dieser Brücke hier, also wir sind auch dabei, diese weiterzuentwickeln, weil wir dort das Potenzial sehen, gerade auf dieser modularen Bauweise, hohe Vorfabrikationsgrade, geringe Bauzeiten und geringe Betriebseinschränkungen. Und wir sind Infrastrukturbetreiber und dort benötigt solche Verfahren, dass wir dort für die Zukunft auch fahren können, also betreiben können, nur mit geringen Einschränkungen. Was waren denn so die Erkenntnisse gerade im Hinblick auf Bauwerksdämpfung? Wo liegt man da jetzt dran mit dieser UHPC-Brücke im Vergleich zum konventionellen Betonbrücke?
Ja, das, ich habe es bei der Berechnung erwähnt, oder? Die Berechnung, dort haben wir natürlich vereinfachte Modelle und je nachdem, was man hier für Dämpfungen dann ansetzt, hat man sehr große Streuungen. Die Realität ist natürlich, und das ist aus zahlreichen Publikationen bekannt, dass natürlich die Steifigkeit oder auch die Dämpfung sehr unterschätzt wurde. Die Professor Katze hat das jetzt gerade letztes Jahr eben ausgewertet. Dort sind es noch Publikationen geplant, also wie dann der Vergleich zu anderen, oder man kann immer einen Relativvergleich zu anderen Messungen durchführen. Für uns war es, dass wir diese 3 Jahre gemessen haben und eigentlich jetzt das Monitoring, das bleibt für wissenschaftliche Zwecke, werden wir das weiterführen, aber dass wir auch die Brücke jetzt ohne zusätzlichen Aufwand im normalen Unterhaltsprogramm weiter betreiben. Also es hat Fragen auch gegeben, ob die Präsentationen nachher zur Verfügung stellen würden. Also danke Herbert dir an dieser Stelle, dass du auch zugestimmt hast, dass wir diese Präsentation aufzeichnen und die wird nachher auf der IABSE-Webpage zu sehen sein und zum Nachhören sein. Haben da jetzt mehrere Fragen jetzt gerade im Bereich Wettbewerbsstandardisierungen. Gerade weil das eben UHPC ist, wie immer bei neuen oder UHPF, wie es immer bei neuen Materialien ist, sind es oft welche, die da bestimmte Hersteller sind, die hier da schon natürlich Projektvorerfahrungen haben. Aber wie ist da der Zugang der SBB und der Zugang in der Schweiz hier im Hinblick auf Standardisierung und Wettbewerbsfähigkeit? Nach meinem Wissen in der Schweiz, oder wir haben natürlich hier einen Sponsor, der was dieses Webinar unterstützt, ist natürlich ein führender Hersteller. Es gibt auch andere Hersteller in Europa oder auch in der Schweiz. Und ich denke, der Wettbewerb, also das ist ein Angebot und ein Nachfrage-Angebot-Thema. Und wie man hier gesehen hat, oder in der Schweiz sind schon sehr viele Projekte auch seit 2003 realisiert worden. Und dementsprechend gibt es hier auch diesen Wettbewerb unter den Zementherstellern, da auch meine Kollegen vom Astra, also vom Autobahninfrastrukturbetreiber, sehr viele Projekte realisiert haben, auch sehr an großen Flächen, wo sich dadurch natürlich auch ein Wettbewerb einstellt. Und ich weiß nicht, was die Frage der Standardisierung aus war. Wenn es Richtung Materialdefinition, also in der Materialkategorisierung geht, dort dient natürlich dieser Stand der Technik, dieses Merkblatt, wo es unterschiedliche Anforderungen an unterschiedliche UHFB-Sorten gibt und die sind dort definiert. Und wir als SBB geben vor in unserem SBB-internen Regelwerk, welche Standards für dann gewisse Anwendungen zu dem Brückenbau zu verwenden sind. Ja, andere Fragen haben uns noch erreicht im Bereich Recyclungsfähigkeit des UHFB und auch eine Frage war dann noch zur Ökobilanz von UHPF. Vor allem bei der Baudelabdichtung scheint der Anteil der Entsorgung ein Vielfaches des Anteils beim UHFB zu sein. Wie kommt der große Unterschied zustande? Für die UHFB-Recycling, also auch diese Frage hatten wir damals als in der Pilotstudie vor dem Pilotprojekt verglichen, analysiert. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es entwickelt sich ja auch wurden dort auch an der EPFL unter der Leitung von Professor Brühler schon unterschiedliche Verfahren entwickelt, diese habe ich zum Teil auch chemische Recycling. Weil letztendlich kann der Baustoff wieder in seine Einzelteile übergeführt werden. Und deshalb auch ist dort im Vergleich zu der bituminösen Entsorgung ein wenig starker Öko-Umweltfußabdruck wie vergleichsweise beim bituminösen Abdichtung. Das Bewertungsschema ist ein standardisiertes, ein in der Schweiz standardisiertes Punktesystem. Genau, also diese Zusammenfassung mit dieser Umweltbelastungspunkte, also glaube ich, ein internationales Bewertungssystem, um diesen ökologischen Fußabdruck zu bewerten. Ich weiß, in der Schweiz gibt es für das Bundesamt für Umwelt, gibt es Vorgaben oder dann, die muss ich wie das SBB auch wenden, aber meines Wissens ist die auch international bekannt, diese
diese Berechnungsvorgaben zu diesen Umweltbelastungspunkten und dementsprechend damals mit den Materialherstellern und mit uns, also im Detail durchgegangen worden, wo man natürlich diese genaue Gegenüberstellung durchführt und deshalb auch diese Recycling vom UHFB mit berücksichtigt wurde. Wie gesagt, vor den Details dieses Verfahrens müssen wir auf den Professor Brühwiler, der ist da mit seiner Truppe dran, auch dieses weiterzuentwickeln, da das natürlich ein Thema ist, das was dazugehört, wenn man von nachhaltigen Baustoffen spricht. Und da ist meine Information, dass es da mittlerweile Lösungen gibt, die was eben auch sehr, die was das zulassen und jetzt keinen großen Umweltfußabdruck hinterlassen. Dann Fragen, die schon mehr in Richtung den ersten Teil gehen. Eine Frage war dann auch im Bereich Richtung der Maßnahmen der Brückeninstandsetzung, also wie viel Vorlaufzeit benötigt die SBB, um die präventiv ausgelösten Maßnahmen umzusetzen zu können? Und werden Zustandsprognosen aus den Hauptinspektionen verlangt, welche über den 6-Jahres-Rhythmus hinausgehen? Also gibt es Zwischeninspektionen? Vielleicht zuerst auf die zweite Frage. Ja, wir haben das seit 2 Jahren eingeführt. Das war auch eine Kooperation mit den Lifecycle-Arbeitsgruppe, mit der DB und mit der ÖBB, wo wir ab letztes Jahr bei jeder Hauptinspektion die Inspektionsnote, also die für den Ist-Zustand verlangen und dann für die nächsten 6, 12 und 18 Jahre. Das soll eine Trendeinschätzung des Brückeninspektors, ist eine Trendeinschätzung des Brückeninspektors, was es uns erlaubt, aus einer Prognosemodell sich diese zu erwartete Entwicklung im System auch abgreifen zu können. Es hat jetzt neu begonnen, wir brauchen quasi 6 Jahre, dass wir für alle Brücken, diese 6 Jahre, dass wir den vollen Rhythmus für das volle Portfolio bewertet haben. Und es dient natürlich als Zusatzinformation, wenn ich diese Trendentwicklung hier implementiert habe. Das zweite Frage war hier zu dieser, genau, die Vorlaufzeit oder auch zu dieser, also diese Brückeninspektoren, das sind sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, die aus Grund mit vereinfachten Methoden, speziell bei Brücken, vereinfachten Methoden und mit visuellen Kontrollen hier diese Zustandsnote erfasst. Das läuft zusätzlich zu dem risikobasierten Ansatz, den kann man mit dem nicht ersetzen. Das Ganze ist eine Bereicherung, ist ein Add-on, ist eine Zusatzinformation. Für den Zustand von den Tunneln, dort arbeiten wir mit Risk-Scans, dort läuft schon etwas mehr datenbasiert, wo man das Ganze durchführt, aber auch dort ist diese 6, 12, 18 Einschätzung dann noch erforderlich. Und auf die erste Frage von der Dauer, die Durchlaufzeit ist natürlich sehr objektabhängig, welche Maßnahme gewählt ist. Die Vorgabe ist bei uns im Anlagenmanagement, wenn wir eine Zustandsklasse 3 erreichen oder wir haben diesen Degradationskurven über Zustandsklassen, wenn wir sagen, wir jetzt erreichen die Zustandsklasse 3, dass dann eine Maßnahme für den Studienbedarf eingeleitet wird, da was dann eine unterschiedliche Instandsetzungsvarianten ausarbeitet, analysiert, um dann je nach der Dringlichkeit oder es sind dann vertiefte Zustandsuntersuchungen, die was über die visuelle hinausgehen, wo man dann mit von einer vertieften Zustandsuntersuchung, da sind auch Messungen, Berechnungen, Nachrechnungen der Brücke erforderlich. Und aus dieser dann leitet sich dann der konkrete Maßnahmenvorschlag ab. Und dort hat es natürlich die Dringlichkeit der Maßnahme, also deshalb ist der Maßnahmenbedarf, kann man nicht pauschal beantworten, wie lange das dauert, sondern je nachdem auch von der Dringlichkeit abhängt. Okay. Ja, danke. Ich glaube, soweit haben wir dann noch eine Frage, die jetzt auch Richtung Versagenswahrscheinlichkeiten geht. Es ist natürlich, glaube ich, auch etwas, sage ich mal, schwierig oder wie auch immer man da auf diese Versagenswahrscheinlichkeiten kommt, weil ja Gott sei Dank sehr wenig Brücken einstürzen. Aber die Frage war trotzdem, wie man jetzt eigentlich auf solche Werte, auf solche Versagenswahrscheinlichkeiten im Zusammenhang eben mit den Zustandsnoten kommt und wie die hier die Daten ausgewertet wurden. Vor allem auch im Hinblick darauf,
weil das ja einen Unterschied macht, ob man das jetzt im Gesamtüberblick bewertet oder ob man jetzt detailliert an ein Objekt geht und das Objekt genauer ansieht. Und wie ist jetzt da der Unterschied, wenn man hier mal vielleicht dann auch mal ein Objekt dann einmal wirklich kritisch vor Ort begutachtet und bewertet? Genau, und das muss man ganz klar differenzieren. Das eine ist der Top-Down-Ansatz, also diese Versagenswahrscheinlichkeiten, was hier genannt wurden oder die Zahlen, was hier genannt sind, die leiten sich aus beobachteten Häufigkeiten aus. Diese Top-Down-Betrachtung, die hat natürlich eben auch, wo versucht wird, mit diesen Datenbanken, was von von beobachteten Brückeneinstürzen weltweit zusammengefasst wird, wo man dann mit diesen Korrekturfaktoren versucht, quasi die Individualität der einzelnen Brücke mit zu berücksichtigen, beispielsweise eine Brückenlänge, eine statische Bestimmtheit, weil das andere aus den Beobachtungen dort natürlich zum Teil Informationen auch hinterlegt sind. Und das erlaubt nur, also die Ansätze, wenn ich das gesamte Portfolio, und sage, ich will eine Risikobeurteilung durchführen, ich sage, ich möchte meine Top 100 Brücken können, dann ist das durchaus legitim. Man muss sehr vorsichtig sein, absolut Werte daraus rauszuziehen und die dann mit anderen Modellen zu vergleichen. Und wie du alles gesagt hast, wenn du dann eine detaillierte Nachrechnung machst, und das ist eigentlich der Ansatz, du erkennst deine Top-Risiken und dann musst du vor Ort gehen, musst du dir die Pläne anschauen, musst du die Randbedingungen vor Ort bewerten. Und dann kann es natürlich sein, dass dein Punkt in dieser Wolke, was ich da gezeigt habe, sich ja wieder stark verschiebt oder wo du den korrigierst. Es ist quasi kein Ersatz dafür, für Nachweise. Das Ergebnis kann natürlich immer auch davon abweichen. Der Ansatz soll dafür zeigen, oder, dass du deine Top-Risiken kennst. Und der andere Ansatz, ich rechne alle 6000 Brücken auf einmal durch, das kann man auch machen. Okay. Wir wollten eigentlich mit dieser Priorisierung einfach sehen, wo sind meine Top-Risiken, wie kann ich die dann einmal eingehen. Und die ersten Auswertungen sind auch das, was erfahrene Ingenieure auch bestätigen. Da sind sehr viele Stahlbrücken drinnen, die was ein großes Alter haben. Also es sind diese Sensitivitätsanalysen laufen, wo man dann auch sieht, okay, das ist eigentlich eine Systematik, die was oftmals auch, sage ich, das Bauchgefühl des Brückeninspektors bestätigt. Der Zusatzinfo ist natürlich, oder du kannst das quantifizieren und wir möchten es auch für Stützbauwerke machen, weil du natürlich, wenn du eine große Anzahl im Portfolio hast, dann sind solche Tools erforderlich und notwendig. Genau, eine Frage war immer auch noch vom Norbert. Dahingehend, ob ihr da einen Abgleich gemacht habt im Hinblick auf die Einschätzung der Brückenprüfer und eben diese risikobasierten Beurteilungsverfahren. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Wie gut stimmen die überein? Oder ist das Modell noch zu neu, um da jetzt eigentlich schon Erkenntnisse ableiten zu können? Das Modell ist noch sehr neu. Ich habe gesagt, wir sind noch in diese Grenzwahrscheinlichkeit, welche Funktion, was man dann nennt. Was wir ganz klar auch mit unserer Überwachung oder mit den Brückeninspektoren sprechen, es ist kein Ersatz, sondern es ist ein zusätzliches Hilfsmittel. Wenn du sagst, okay, du hast visuelle Zustandsbeurteilung, ist ein zusätzlicher Wert, den was du verwenden kannst, um eine Beurteilung, beispielsweise eine Priorisierung durchführen zu können. Ersetzt nicht quasi diese ingenieursmäßige Einschätzung von dem Brückeninspektor vor Ort. Und ein Kommentar war noch von Jens Müller betreffend den Korrekturfaktoren oder Frage. Die Korrekturfaktoren sind seiner Meinung nach über den Lebenszyklus abzubilden. Wie werden die jetzt wirklich dann involviert? Du hast auf deine Publikation verwiesen, wo verschiedene Eingangsparameter hier für diese Korrekturfaktoren, ich glaube, das war die Folie 11 oder 12, wo die Korrekturfaktoren dargestellt worden sind. Ja, die jetzige Korrekturfaktoren, die machen eine zeitunabhängige Bewertung. Das heißt, die nehmen das Objekt in der Jetzt-Zustand, die nehmen alle Attribute, was wir jetzt haben und machen dann eine Bewertung. Und deshalb ist die Frage sehr gut, Jens. Der nächste Schritt ist, diese zeitabhängige Risikobewertung durchzuführen.
Weil mit der Zeitabhängigkeit ändert sich natürlich auch das Risiko, wenn Degradationen oder wenn sich Randdegradation stattfindet oder sich Randbedingungen ändern. Und dadurch wäre diese Zeitabhängigkeit einzubauen, wo man sagt, okay, je nach Für- und Unterhaltsstrategie, dass man fährt, dass man dann auch diese Konsequenzen in der Risikobewertung sieht. Das ist ein Schritt, der was angedacht ist, haben wir jetzt aber noch nicht implementiert. Ja, ich glaube, soweit haben wir die Fragen aus dem Auditorium behandelt. Danke dir nochmal recht herzlich für deine Ausführungen, für deine Beantwortung und für die Diskussionsbeiträge dem Auditorium. Es war ein sehr frischer, belebender Vortrag. Und Alfred, ich glaube, du wolltest noch eine Ankündigung machen. Ja, also besten Dank auch für den sehr tollen Vortrag, auch an die Teilnehmer für das große Interesse an dieser Veranstaltung. Wir werden in ungefähr in 2 Monaten mit dem nächsten Vortrag quasi das nächste Webinar haben von der Österreich-Gruppe. Es wird wahrscheinlich Professor Bergmeister uns da etwas über Großprojekte erzählen. Zeitgerecht wird auch eine entsprechende Aussendung gemacht werden. Ansonsten herzlichen Dank an alle Beteiligten. An die Unterstützung von Seiten IABSE, vom Headquarter und einen speziellen Dank an Herbert und auch an die rege Diskussion. Und ich würde dann hier offiziell für heute das Webinar schließen und allen einen schönen Abend und noch eine schöne Woche wünschen. Besten Dank. Danke dir alles auch für die gesamte tolle Moderation. Ja, beste Grüße in die Schweiz, Herbert. Alles Gute nach Bern. Ja, besten Dank auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut, mit euch da zu diskutieren und ich wünsche euch auch allen einen schönen Nachmittag. Dankeschön.